Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute spreche ich mit euch über Kabelverbindungsklemmen. Vakuumklemmen, Lüsterklemmen, wie man auch immer dazu sagen will. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr einen Schalter rausmacht oder eine Abzweigdose aufmacht, fallen euch verschiedene Klemmen entgegen. Ich spreche mit euch über die drei gängigsten, die euch in die Hände fallen können. Bevor es aber losgeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Let's go! Zuerst einmal die Lüsterklemme. Von denen rate ich ab. Ihr findet die wahrscheinlich in älteren Gebäuden, wenn ihr eine Abzweigdose aufmacht, im günstigen Leuchten, wenn ihr die irgendwo vom Baumarkt kauft. Warum rate ich davon ab? Zum einen, ihr braucht, wenn ihr mehrere nachher verbaut, noch ein zusätzliches Werkzeug, ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Dann, durch diese Klemmstellen ist nicht immer gegeben, dass die Drähte gleichmäßig auch zusammengeklemmt werden. Da kann es sein, dass die dann locker sind und es dann schmort und zum dümmsten Fall auch zum Brand kommt. Ich habe tatsächlich auch schon öfter Abzweigdosen aufgemacht, wo die dann auch verschmort waren. Also von diesen hier rate ich ab. Zuerst die Leuchtenklemme. Warum heißt die so? Beziehungsweise warum baut man die ein? In, wie schon vorhin gesagt, in günstigen Leuchten sind meistens so Lüsterklemmen verbaut und die ersetze ich dann gerne gegen diese Leuchtenklemmen. Und da zeige ich euch, wie man die benutzt und warum man die auch dafür nutzen kann. Zum einen kommt aus der Decke meistens ein starres Kabel, so aus der Decke raus. Und da hat man dann hier bei dieser Leuchtenklemme einmal einen Anschluss für einen starren Draht. Den steckt man einfach hier so rein und dann ist der fixiert. Hier hat es noch einen zweiten Anschluss. Falls man über einen Schalter mehrere Leuchten schalten möchte, dann kann man hier das Kabel zur nächsten Leuchte anschließen. Und dann auf der anderen Seite gibt es einen Anschluss für flexible Drähte. Hier oft der Fall bei Leuchten, das kennt ihr, da sind flexible Drähte dran. Ihr seht es hier, das sind dann mehrere einzelne Drähte und die kann man nicht in diesen Anschluss für starre Drähte reinstecken, sondern braucht einen speziellen Anschluss für diese flexiblen Drähte. Bei der Lüsterklemme müsste man hier noch eine Aderenthülse drauf machen, um die dann nachher in der Lüsterklemme auch festzuschrauben. Also dann nochmal ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Das heißt, hier einfach zusammenklipsen, dann öffnet sich der Mechanismus inne und man kann den Draht einschieben und dann ist er fest. Hier die Leuchtenklemme. Nummer 2, die normale Verbindungsklemme. Die seht ihr wahrscheinlich am häufigsten. Hier verbindet ihr die Kabel, die im Rohbau bei Schalter, Steckdosen und so weiter in der Abzweigdose oder im Schalter verklemmt werden, weil da überwiegend starre Drähte verwendet werden. Und das zeige ich euch jetzt hier am Beispiel kurz. Hier ein normales Kabel, das von der Steckdose oder vom Schalter kommt. Hier die Klemme dazu und hier einfach reinstecken und das Ding ist fest. Nachher noch als Tipp, falls ihr die mal wieder lösen müsst, ich drehe es mal kurz um, falls ihr die lösen müsst, einfach drehen und abziehen. So geht es am einfachsten. Und die Nummer 3, die Verbindungsklemme mit Federmechanismus. Hier kann man dann kombinieren und starre und flexible Drähte in einer Klemme verbinden. Zeige ich euch auch kurz. Hier einmal, so ist sie im geschlossenen Zustand. Um die Drähte einzuführen, muss man diesen Clip nach oben öffnen. Hier hat man drei Möglichkeiten, drei Drähte anzuschließen, deswegen drei Clips. Dann machen wir einmal den starren, so ist er noch lose. Wenn man den Clip dann nach unten macht, ist fest. Und hier kann man dann auch einen flexiblen Draht einführen und den mit befestigen. Hier auch wieder, so ist lose, Clip nach unten, fest. Hier könnte man theoretisch auch Aderenthülsen drauf machen und mit der Aderenthülse einführen, ist aber nicht nötig, den Schritt kann man sich sparen. Und um das Ganze zu lösen, einfach Clip wieder nach oben, Drähte raus, fertig. Oft hört ihr Handwerker sagen, gib mal eine Vago-Klemme. Das ist so wie Tempo und Taschentuch. Vago ist der Hersteller, aber das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man zu diesen Verbindungsklemmen auch Vago-Klemmen sagt. Also wenn ihr das hört, wisst ihr, worum es geht. Verbindungsklemme, Vago-Klemme, Durchgangsklemme, so sagt man dazu. Und das war schon mit dem ersten Video zum Thema Klemmen. Es gibt natürlich noch 100.000 andere Klemmenarten.
Wenn ihr dazu was wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und um die nächsten Videos nicht zu verpassen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle!